Juhu! Willkommen zurück zum dritten Part des neuen Let's Plays für das neue Add-on zu Path of Exile. Wir sind hier im Lager und haben das letzte Mal Teletsch fertig gemacht, durchgemacht, also alle Monster besiegt und dafür auch ein Achievement bekommt. Können wir die schauen hier? Ja, wo ist es denn? Wo ist es denn? Ja, müsste irgendwo sein. Also bei den Häkchen muss es sein. Ach, egal. Challenges. Ah, da, fully clear in any difficulty. Wenn man übrigens die Hälfte hat, bekommt man eine silberne Krone. Wenn man 75% hat, bekommt man eine goldene Krone. Und wenn man 100% hat, bekommt man ein T-Shirt für die ersten 40 Leute. Und das wird eh nicht sein. Also ich hoffe, wenigstens 20% könnte ich erreichen. Ich bekomme mich zwar nichts, aber mir ist es egal, ich trage die Krone dann sowieso nie. Weil ich gerne Helme trage und nicht Kronen. Das war bei Diablo 2 mir schon ein bisschen im Dorn immer. Okay. Da habe ich nie die Kronen verwendet, auch wenn sie tausendmal besser war. Weil, ja, für mich ist das nur ein Ego-Gegenstand und nicht ein Kampfgegenstand. Ja, ihr seht, ich bekomme sehr viel Mana durch diese Passiven, die ich jetzt kurz noch zeigen könnte. Da. Durch die drei bekomme ich echt viel Mana und kann jetzt schon so langsam mal ein bisschen den Schuss spammen. Drei Arrows. Ah, 6 Mana kosten, okay. Die haben sich zusammengetan. Schön im in Reihe und Glied sind sie umgefallen. Ah, schön einfrieren die Monster, wenn man sie trifft. Und der Feuerball ist jetzt auch ein bisschen anders. Haben sie den ein bisschen geändert oder ist das einfach wegen dem Monster? So, oh Gott. Nicht. Lieber zersplittern. Der sieht auch anders aus. Ja, deswegen Probleme wieder. Kommen die wieder her. Das war doch so gut in Part 1 und 2. Und Flagge. Keine Ahnung, ob das die Flagge ist von diesem Verein da oder ob sie Stadt, also vom Land ist oder ob sie von den Exilen sind. Ich denke mal eins von den ersten zwei, weil die Exile waren wahrscheinlich noch nicht hier. Komisch, dass die Exile auch gegen uns sind, die man so trifft, dass sie uns angreifen. Der ist leichter. Ja, bei dem habe ich immer so ein bisschen viel Schaden erlitten. Ab genauso zäh. Schön, dass es so gut läuft momentan.
Also, dass die Monster noch nicht so stark sind. Ich war eigentlich hier immer so overpowered, aber habe trotzdem irgendwie ein bisschen Probleme gehabt. The Climb. Fully clear. Habe ich schon lange nicht mehr fully clear gehabt. Den gab es noch nie zum fully clearen. Mal kurz was trinken. Ja, ja. Also, im Gefängnis gibt es wahrscheinlich auch wieder etwas Neues, eventuell die erste Wahlarea. Ah, oh, ist schon bei Boss, der hat ein anderes Aussehen vom Eis. Shutters heißt er. Nicht so mit mir. Auf die Ome, eine Frau auf die Ome hauen, das ist ein bisschen schon, was, schon fast pervers. Hm. Yeah. Also viele Kisten gibt's hier. Und viele Fässer. Spiritual Ruins kenne ich nicht. Vom Namen her müsste das in Akt 3 eher am Ende sein. War ich sicher schon dort, aber hab den Namen natürlich nie gemerkt. Könnten die Leckzonen sein, dass da was geleckt hat mit Fraps, ja, Fraps immer Probleme gemacht hat. Weiß, wie viele Details und so ist. Wenn Fraps mehr frisst und ein paar Verwechslungen mehr frisst und dadurch CPU plötzlich in die Höhe schnellt, obwohl ich 8 Kerne habe. Das ist noch ein Riesenproblem. Die Entwickler machen einfach, legen die Games eigentlich fast nie auf Dual Cores, auf Quad Cores und 8 Cores, wie man das sagt, aus. Also, ja, wenn eine Core voll ist, dann leckt es halt. Und ja. Der PC war, also die Grafikkarte war schon recht am Limit. Dadurch ist sie wahrscheinlich auch abgestürzt und verreckt. Musste ja anfangs, Ende Mai, eine neue kaufen. Hab dadurch auch ein bisschen die Lust auf Fraps verloren und hab weniger Videos gemacht. Also ja, schon ein paar noch und dann weniger eher. Und ja, ich hoffe, das passiert nicht mehr, weil ja, meine Safe-Game-Daten sind weg. Also die von Steam, also ein paar von Steam. Weil die auch online gespeichert wurden. Dafür habe ich auch wieder Platz auf meiner Festplatte. Aber ich habe jetzt schon wieder so extrem viele Games installiert, die ich eigentlich gar nicht spiele. Ja, momentan einfach keine Zeit habe, sie zu spielen. Weil, ja, natürlich hier aufnehmen und momentan auch sehr viel Minecraft spielen und ein bisschen Diablo 3 und hier Buffer 6 mehr spielen wir in anderen Ligas. Eben, das Let's Play möchte ich so gut wie 100% zeigen. Auch wenn es ein bisschen langweilig wird. Aber ich habe mir dann gewöhnt, dass natürlich nicht alle Videos sehr schön geschaut werden. Manche sogar sehr wenig. Aber ja, kann man nichts machen. Also man ist nicht sofort berühmt und hat keine Sorgen mehr.
da auch viele Leute einfach auf YouTube kommen, ein kurzes Video aufmachen und dann direkt zum nächsten Video tun und so, sind bei mir die Videos halt auch nicht so lange. Ja, schauen die Leute auch nicht so lange meine Videos, aber ja. Ich finde es gut, dass ihr schaut und so. Du unterstützt natürlich auch, das möchte ich mich auch verbessern und so. Ich habe jetzt den Ding, oder? Ja. Ein Waypoint. Also, ich möchte es euch natürlich so gut wie möglich machen. Und dass es euch gefällt, dass ihr auch mehr schaut, dass ihr auch liked und dass ihr auch kommentiert. Also, bei mir, ich werde natürlich so gut wie möglich alle Kommentare beantworten oder einfach irgendwas schreiben, wenn ihr irgendwas ja, gelobt habt oder so. Und ja, unterstütze, dass ihr es auch besser findet. Also wenn ihr Ideen oder so habt, die ich wirklich noch verändern kann. Ich bin natürlich eben nicht der Profi-Let's Player, nicht der Moderator, den alle wirklich toll finden, aber ja, ich biete Gameplays an, die andere nicht machen. Also mehr von allem. Ich zeige mehr und ja, bin vielleicht auch ein bisschen geskillter, also kenne mich ein bisschen besser aus, kann euch ein bisschen mehr zeigen und so weiter. Oh, da ist der erste, der Lore Master Elrion. Grüße. Ich rede euch dich gleich an. Vielleicht haben wir schon das Ding, das Hit-Out zu betreten und umzuändern. Die Möglichkeit. Momentan ist hier gerade Stau. Kann ich gerade nicht anreden. Und hier überall die Beschwörer sind. Ja, genau, machen wir Skillstreak. Aber ich finde es jetzt mal richtig toll schon, dass ich über 279 Abonnenten habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich so hoch komme, auch wenn die meisten natürlich nicht mehr so schauen. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich so erfolgreich wäre. Gut, und jetzt? Ah, muss ich da mal etwas schaffen. Ich muss ihn beschützen. Schaffe ich doch nicht. Muss ich nur durchhalten. Ich bekomme Killstreaks und dadurch auch die Äxte wieder. Mission failed. Okay, muss ich später wieder kommen. Kann doch nichts dafür. Was soll ich machen? Boah. Wahrscheinlich ist sie einfach so, dass man, wenn man das nächste Mal auf den trifft, gar nicht das schaffen kann. Dass es für später ist. Pff, von mir aus. Aber das waren zu viele. Das sind immer noch zu viele. Und soll mich ins Relikt-Ding, dass ich es. Ja, vielleicht bin ich einfach. Vielleicht ist es für einen Nahkämpfer mit AOE einfacher. Mir egal. Wir machen das später dann wieder. Und hauen langsam, so langsam mal hier ab. Das sind einfach zu viele Monster für mich. Nee. Kaka.
Ich will jetzt einfach hier durch. Weg damit. Oh Gottchen. Sieht schön aus mit diesen vielen Mangeln. Aber kann ich nicht gebrauchen. So, jetzt sind wenigstens diese Monster weg. So, ich möchte Damage, gehen wir hier rüber. Damit wir das auch schaffen dann. Also. Ja, jetzt kommt der Brutus und den haben sie ja geändert. Ich hoffe, er ist nicht zu schwer. Und die quasselt immer noch. Es hat mich so aufgeregt, dass die ganze Zeit gekommen ist. Jetzt haben sie es wenigstens so gemacht, dass sie nur noch bei Quest, also wenn man die Quest noch nicht abgeschlossen hat, noch down kommt und dann nicht mehr. Aber es ist schon ein bisschen komisch. Dass die jedes Mal muss quasi. Da man es auch nicht abbrechen kann. Ja. 27 Move mit Speed. Freezing mein. Haben kein Slot. Zeig mir mal deine Skills. Oh, eine Falle. Oh, falsches Skill. Ich habe eine Flaske genommen. Also Damage machst du nicht mehr viel. Irgendwo wurden ein paar Monster vom Damage her genervt. Was ist das? Ja. Machst du Damage? Ja, muss noch ein bisschen länger bleiben. Also, er beschwört auch ein paar Monster. Für die Flask sehr gut. Ach. Eins machst du. Nerven. Aber Damage machst du nicht. Oh, pff. Jetzt macht er plötzlich mehr Damage, ha? Was ist denn das? Das waren Käfige. Eine Mütze. Jo, mehr brauchen wir nicht. Den Quiver ist mit Life Leech. Ja, der ist natürlich besser. Und der ist auch besser. 22, nicht schlecht. 22% heute schon. Gut, passive Dream möchte ich noch kurz schauen ein bisschen. Survival List. Naja, brauchen wir jetzt nicht so. Melee Attack Speed brauchen wir auch nicht. Ja, da könnten wir eigentlich dann noch hier nach oben. Da wir die zwei nicht nehmen, müssen wir hier hoch und hier rüber, aber zuerst natürlich Physical Damage und Attack Speed hier nehmen. Oh, das ist doch toll. Life on Kill. Hier hätten wir Critical Strike Change. Hier haben wir Mana of the Kill. Master of Force. Was mich noch interessiert ist, was hier oben geändert wird. Ah, hier oben sind noch ein paar Element Damage Skills. Hier wurde jetzt nicht so viel geändert. Saboteur war hier unten, ist hier oben. Entropie war irgendwie hier oben, glaube ich, ja. Und das war hier unten. Hier unten, glaube ich. Hier drüben. Was jetzt hier mehr unhändet. Das ist geblieben, das auch. Okay. Das wurde, glaube ich, ein bisschen gestärkt. Ja.
Also schauen wir mal. Oh, hier können wir übrigens die FPS anzeigen lassen. Ja, ich habe Latency ist eigentlich mit 66 recht gut, aber für einen Server, der in Neuseeland ist, in Europa, hätte ich irgendwie was mit 28, glaube ich, bei League of Legends. Ja, die FPS sind, naja, nicht so. Ja, manche denken, sie, ja, jetzt wurde 70. Ja. Je nach Gebiet habe ich mehr oder weniger. Aber eben, ich hätte gern mehr, aber das ist auch wegen Fraps so. Fraps, ich habe so um Minecraft 200 FPS und mit Fraps habe ich manchmal 28 oder noch weniger. Es kommt immer darauf an, welches Game es ist und wie mein System so drauf reagiert. Weil Fraps halt nicht angepasst ist an jedes System. So, dann zeigt mir mal Baracke. Cool, man kann die Minen wurden jetzt ein bisschen verbessert dadurch, dass man die Minen sofort zum Explodieren lassen kann. Also, dass man sie legen kann, irgendwo hingehen kann, bevor sie explodieren und dann alle auf einmal explodieren lassen können. Ja, ich weiß, ja, ich werde sie mal auch da auf der Kuh lassen. Ah, ja, auf der Kuh. Gut. Ja, dann mache ich den Gürtel, weil ich habe gerne Items, die früh einsetzbereit sind. Also die man mit dem neuen Charakter früher einsetzen kann. Früh tragen kann. So, Stärke, ne. Erfinden sich bald ein Amulett. So langsam werde ich müde, ich weiß nicht, was Zeit es ist. 2:40 Uhr oder so. Gut, also Baracke einsetzen. Wird das schneller gemacht? Die Animation ist ein bisschen schneller. So kommt mir das nur vor, weil ich es immer mit Stab eingesetzt habe. Nur sehr wenig mit dem. Ah, ich glaube, es wurde schon für schneller gemacht. Weil ich wusste, am Anfang habe ich mal Baracke mit dem Bogen eingesetzt und da habe ich es eher als hinderlich eingesetzt, weil man ja sich nicht so bewegen konnte. Also die Animation einfach zu langsam war, bis man sich wieder bewegen konnte. Wie kann man sich schnell wieder bewegen? Vierunddreißig, okay, der erste. Ich hole jetzt auf und überhole sie noch. Nein, Scherz. Bis ich so weit bin, oh Gott. Vor allem, dass ich eben nicht so masochistisch bin und die Gebiete einfach. Oh Gott, was ist denn das? Hört sich nicht so gut an. Das ist ein Invasion-Boss oder so. Eine Plague-Mask. Okay. Also, wir haben hier. Aha, diese. Okay. Energy Shield. Können wir mal aufbauen. Hm.
Es hört sich so richtig matschig an. Oh Gott. Trocken. Es ist sehr trocken hier drin und kalt. So, das ist so richtig Burggemäuer, die ich habe hier in dem umgebauten Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert. Und wirklich eine Ruine. Das erste Haus in unserem Dorf. Und heute ist es schon fast eine Kleinstadt. Nur der Platz wird langsam eng. Ich will noch ein bisschen Natur hier oben genießen. Sagen, was es möglich ist. So. Wir sehen ein paar kleine Feuerwölfchen, die sich gerne in einer Pfütze voller Lava, voller Öl, das angezündet, also das brennt. Ich bin zu schnell OP irgendwie. Das war ich sonst nie. Ich bin schon fast schon so OP, als würde ich super Items über dieses Level haben. Wurde das wirklich so einfach gemacht? Kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn es, also weil es auch in dem Patch Note nicht steht. Oder hatte ich einfach Glück mit einem, so dass ich so einen guten Bogen habe. Also eigentlich ist er ja nicht so gut. Spekulation. Ich will irgendwie die Dinge nicht, die brauche ich später nicht mehr. Ich möchte sie aufbrauchen. Oh, sehr schön. 4 Life. Nach einem Tod von einem Gegner. Können ein bisschen kitten. Oder kiten. Ich glaube, kiten heißt das auf Englisch sogar. Oh, das Englisch. In der Schule war das wirklich eine meiner Hassfächer. Ich finde Englisch ein bisschen arrogant. Heute gibt es nicht mehr viel zu, dass es ihnen nicht so gefällt, weil es halt sehr wichtig ist, aber naja, ich habe mich daran gewöhnt und ich finde es eigentlich normal, dass im Game Englisch gesprochen wird, also auch die Ausdrücke und so. Und nach einiger Zeit weiß ich auch alles auswendig. Es ist nicht so schwer, wenn man jetzt nicht Englisch kann, nicht so reden kann. Dass er richtig aussprechen kann. So. Yay, yeah, Level 13. Also. So. Ich will jetzt mal nach oben. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen längerer Part. Ich hoffe, es stört euch nicht. Für mich, ich möchte gerne nicht so lange Parts haben, aber es werden automatisch so lange Parts. Wenn ich auch nicht so Bock habe, die ganze Zeit anmoderieren. Gott, oh Gott. Jetzt habe ich schon die leichtesten Wörter ein bisschen Problem. Weil ich sehr müde bin. Ja. Also, nein, ich finde viele Parts von anderen Let's Plays sind viel zu kurz. Also,
zum Beispiel Pat Pete Smith hatte mit 10 Minuten Barnstorm, schaue ich die nicht mehr so gerne. Und ja, mache eher so 30 Minuten Parts oder so. Also wenn ich jetzt ein bisschen berühmter wäre und ja, mehr Fans hätte und so, ja, das auch schauen, weil es mir natürlich ein bisschen weniger problematisch. Aber ich habe auch nicht so Probleme mit dem Upload-Speed und da mache ich so lange Parts. Einfach so, je nachdem. Also seid nicht enttäuscht, wenn ich mal nur 10 Minuten aufnehme. Seid aber auch bitte nicht irgendwie, ja, gelangweilt, wenn ich 30 Minuten Parts mache. Ich schaue nie auf die Uhr, also ich kann das nicht, so ein geregelter Ding kann ich leider nicht. Und auch irgendwie visuelle Effekte oder Schnitte in den Parts oder solche so, möchte ich auch nicht so gerne machen. Ich möchte einfach ein Gameplay zeigen und nicht irgendwie ein Kinofilm, der natürlich perfekt geschnitten werden muss und dann noch visuell bearbeitet und irgendwie noch Ding haben. Ein Intro haben. Ein Intro werde ich wahrscheinlich auch nie reintun, weil ich finde, Let's Plays müssen kein Intro haben. So. Ich möchte aber das Ding haben. Ja, Mann. Ich will das auf M haben. Was ist das? Finde ich jetzt ein bisschen blöd zu erreichen. Ah, Tab. Haben wir? Okay, wir haben es ja. Habe ich gar nicht mehr vor lauter Reden. So. Also machen wir mal Schluss mit den ersten drei Parts. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns natürlich hoffentlich, wenn ihr wirklich Lust habt. Also auf jeden Fall werde ich natürlich weitermachen und ihr könnt jederzeit natürlich meine Parts wieder anschauen, wenn ihr wollt. Und ja, wenn ich mir ein bisschen unterstützen wollt, ich würde ja schön finden, wenn ihr einfach ein bisschen mit mir reden könntet. Also ein bisschen unten schreiben oder ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken könntet oder liken könntet oder sonst irgendwas. Kein Problem, also ich hätte es gern. Und ihr vielleicht auch. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also eben. Und tschüss. Dankeschön.